schlimmer als die Reue, die du dann erkennst. Und vielleicht willst du sogar, dass dieses Gefühl so schnell wie möglich vorbeizieht, weil es gibt Überlieferungen, wo es heißt, ich richte mich endlich. Weil dieser Tag wird so lange sein, dass die Leute gerichtet werden wollen, egal wo sie hinkommen. Hauptsache, diese Enge nimmt ein Ende. Schlecht ist der Hochmut eines reichen Mannes. Ja? Jemand, der reich ist und hochmütig ist. Das ist halt schlecht, das ist schlecht bei Allah. Und schlechter oder schlimmer ist es, ein armer Mann, der nichts hat und hochmütig ist. Und das kennt man auch. Man ist hochmütig und man sagt, ich habe und habe, und dieser Mensch hat gar nichts. Und dieses ist schlimmer als jemand, der was hat und sagt, ich bin wer. Der Hochmütige wird an jenem Tag den Propheten nicht zu Gesicht bekommen. Wir kennen das, wenn man im Glauben stark ist und wenn man sich versucht, diesen Gedanken zu fassen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird an diesem Tag da stehen. Ja. Es gibt oder damals zu seinen Lebzeiten, Menschen wollten ihn anfassen. Sie haben ihn angefasst und haben die Hand nie wieder gewaschen. Sie wollten ihn sehen, er war da, sie wussten, ich gehe dahin, ich klopfe bei ihm an und er macht mir die Tür auf. Und an jenem Tag werden wir ihn alle sehen. Aber jemand, der hochmütig ist, und jetzt müsst ihr euch diesen Gedanken mal fassen, er steht dort, aber er wird mich nicht angucken. Er wird vielleicht an mir vorbeilaufen, wird einem Bruder neben mir die Hand schütteln, ja, und sagen, gut gemacht. Und an mir wird er vorbeiziehen, weil ich hochmütig war. Und er wird zu mir kein Wort sprechen. Was muss das für ein Gefühl sein? Und man hat hier eigentlich getan und man hat versucht, man hat 5-mal am Tag gebetet. Diesen Hochmut hat man vielleicht, weil man nicht aufgepasst hat, hat man diesen Hochmut in sich getragen und ist so gestorben. Und er wird an dir vorbeiziehen, er wird dir nicht die Hand geben. Was ist das für ein Gefühl? Was fühlt dieser Mensch in diesem Moment? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die beste Schöpfung Allahs, läuft an dir vorbei und guckt dich noch nicht mal an. Und du denkst von dir, du bist wer? Du tust und du betest, du spendest und die Leute sehen das alles. Und er wird an dir vorbeiziehen, wie gesagt. Nochmal zur Wiederholung, die Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wer nur einen Funken Hochmut im Herzen trägt, wird nicht in das Paradies eingehen. Der Hochmütige ist ein Höllenbewohner. Und was ist das Heilmittel? Das Heilmittel, und er hat nur ein Heilmittel heute genannt, es gibt mehrere, aber dieses eine Heilmittel genügt eigentlich. Man muss sich bewusst machen, dass man zur Schöpfung dazugehört. Man ist nicht der Erschaffer, man ist das Geschöpf. Und alles wurde erschaffen von einem. Das muss man sich bewusst machen. Man muss sich bewusst machen, woher man gekommen ist. Es gibt eine andere Begebenheit, wo ein Mann stolziert über die Straße und ein anderer sieht es und er tadelt ihn deswegen, was das soll. Und dann sagt der Mann, weißt du überhaupt, wer ich bin, dass du so mit mir redest? Und er hat zu ihm gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob 2 Dinge oder 3 Dinge. Ich weiß, woher du gekommen bist, dass du nur ein Samentropfen warst. Und ich weiß, dass wenn du stirbst und im Grab liegst, dass die Würmer an dir nagen werden. Und dann ist es diesem Mann bewusst geworden und er hat seine Gangart verändert. Er ist nicht mehr rumstolziert, weil ihm klar wurde, warum eigentlich, woher ich komme, ich war hilflos. Und da, wo ich hingehen werde, werde ich hilflos sein. Würmer werden an mir nagen. Warum habe ich einen Grund, hochmütig zu sein? Der Imam hat letzte Woche gesagt, jemand, der in die Toilette geht, ja, der hat keinen Grund, hochmütig zu sein. Und er hat gesagt, wenn du hochmütig bist, dann ist das der einzigste Grund, weil du nicht die Toilette besuchst. Ja. Weil du ein Mensch bist, der frei von diesen Sachen ist. Und selbst Propheten waren nicht frei von diesen Sachen. Und man muss erläutern, dass Propheten, sie sind Auserwählte von Allah. Allah hat zu ihnen gesagt, ihr seid wer? Ja, verkündet meine Botschaft. Und keiner von ihnen war hochmütig. Nicht einen Funken Hochmut. Und wir, was tun wir Großartiges, damit wir sagen, ich bin wer? Das, was ich habe, habe ich bekommen von Allah. Und wenn er will, nimmt er es von mir. Diese Gesundheit oder Stärke, die ich habe, die kann von jetzt auf gleich vorbei sein. Mögen wir diese Worte verinnerlichen
Und mögen wir, wenn wir im Sterben liegen, dass